Hamburg im alten denkmalgeschützten Schwimmbad in der Bürogemeinschaft mit ein paar Kollegen, Designern. Und hier rechts sieht man meinen Arbeitsplatz in 10 Minuten mal so nachgebaut mit der Technik namens Camera Mapping, die nachher noch weiter vorkommt. Das ist eine sehr intuitiv funktionierende 3D-Modeling- und Mapping-Technik. Und unter diesem Tisch stehen HP-Workstations, eine Z800 und eine Z400 und noch ein paar zum Rendern und zum Arbeiten. Und was ich mache, sieht man hier CGI, also Computergrafik im technischen Sinne, aber auch viel Design für kommerzielle Kunden, aber auch Kunst, also freie Projekte. Da liegt eigentlich die Hauptleidenschaft. Und wie man hier sieht, bin ich so mein eigener Mitarbeiter. Hauptsächlich, was nicht heißen soll, dass ich kein Teamwork mag, sondern es heißt einfach, dass ich mich als Künstler fühle, nicht als Unternehmer. Also ich will selber die Dinge auch machen. Und zu den Projekten, um die es dabei geht, gehören zum Beispiel Dokumentationsvisualisierung fürs ZDF viele, dann auch solche Designvisualisierungen für hier, das ist für die Schott AG zum Beispiel entstanden. Oder auch viele Werbesachen, wie hier für die Mercedes GLK Online-Kampagne. Aber auch seriöse Arbeiten, wie zum Beispiel dieses Gemüsemonster namens Salad oder die rasierte Hummel. Oder der Kurzfilm Delivery, das war gleichzeitig meine Diplomarbeit 2005. Und es geht dann so weit bis hin zu Lichtinstallationen, Projektionen auf Gebäuden, also ziemlich weit gefächert. Oder hier dieser überlegene Multinavigator, also Navigationssystem, bestehen aus 30 einzelnen Geräten, die einen nirgendwo hinführen. Vieles, was ich mache, ist so ein bisschen Zivilisationskarikatur. Ja, und man sieht schon, da steckt viel Computergrafik drin. Und ein Thema für mich, wichtiges Thema ist dieses hier, nämlich Motivation. Also ob man jetzt über Workflows spricht, über Arbeitsweisen oder über Hardware, es kommt irgendwie immer wieder dabei raus, dass zum Glücklichsein, zum zufrieden Arbeiten und zum Erfolgreichsein man hauptsächlich Motivation braucht. Und die kommt von Erfolgserlebnissen. Und für Erfolgserlebnisse braucht man Output, guten Output. Und für den wiederum braucht man Effizienz. Und das hört sich sehr unkünstlerisch an, Effizienz. Also es ist irgendwie, hört sich nicht kreativ an. Für mich ist es aber der Schlüssel wirklich dazu. Der Schlüssel am Ende auch, ja, mit meiner Arbeit glücklich und mit meinen Ergebnissen glücklich zu sein, ist einfach, dass alles gut funktioniert. Und dazu gehört eben vor allem auch die Hardware. Eben vor allem sich Hardware anzuschaffen, die einen nicht so viel mit sich selbst beschäftigt, sondern einen arbeiten lässt und gut funktioniert. Und was da auch noch zum Tragen kommt, ist dieses komplexe Diagramm. Man fängt also an mit seiner Karriere, vor allem jetzt im visuellen Bereich, mit einem ganz großen Spieltrieb. Und ein ganz klein bisschen Aufwand für Administration, Hardware, Software etc. Und je professioneller man wird, desto mehr gerät man unter Profitdruck etc. Und der Professionalitätsaufwand steigert sich und der Spieltrieb, man könnte auch sagen die Kunst, lässt immer mehr nach. Und mein Thema ist so ein bisschen, das im Prinzip zu kompensieren, also dem entgegenzuwirken und das nicht zuzulassen. Also das unter anderem Grund dafür, dass ich alleine arbeite, hauptsächlich um Abstimmungen und Korrekturdurchgänge etc. zu minimieren und möglichst direkt vom Gehirn ins Ergebnis zu arbeiten. Und ich zeige jetzt als nächstes einfach mal so einen kleinen Rundumblick von Videoprojekten der letzten Jahre, damit man mehr noch so einen Eindruck bekommt, was das ist. Das sind Sachen wie Musikvideos, Werbevideos, ZDF-Sachen etc. Genau, der Sound kann ruhig noch ein bisschen mehr. Thank you.
Dinge, die entstehen eben in den Workstations, in den Renderrechnern, nachdem sie aus meinem Gehirn entschwunden sind. Und wir sind ja jetzt, wir haben ja so eine Brücke geschlagen, es hat angefangen mit Intel und CPUs, dann hin zur Softwareentwicklung und jetzt eben ganz nah beim Anwender im Prinzip. Aber was man schön vergleichen kann, ist, dass wir ja vorher diese Echtzeittechnik gesehen haben, die für mich besonders viel Bedeutung hat, weil bei mir, ich warte auf jedes dieser Bilder 10 Minuten. Eine Sekunde hat 25 Bilder, das heißt, es ist so oft so, man geht abends aus dem Haus, schickt ein Video zur Berechnung und kommt am nächsten Morgen wieder und freut sich über die ersten 5 Sekunden. Und so geht das Tag für Tag, verteilt auf 5 bis 10 Workstations, die gleichzeitig rendern müssen und auch Workstations sein müssen. Das bedeutet, dass extrem hohe Zuverlässigkeit wichtig ist, weil ich nicht morgens ins Büro kommen will und für diese 5 Sekunden wieder einen Tag warten. Und die Rechner müssen gleichzeitig auch leise und flexibel sein, weil die eben hart rechnen müssen, aber auch bei mir unterm Schreibtisch stehen und nicht weggesperrt wie bei größeren Firmen in einem schönen schallgedämmten Raum. So, was man jetzt hier sieht, ist eine Spezialtechnik im Prinzip von mir. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Origami-Falten im digitalen Raum. Man nimmt ein Foto und verbiegt das Foto so lange, bis man ein Gebäude hat. Und diese Technik, die ich mir so ein bisschen zu eigen gemacht habe, die führt eben zu einer besonders großen Effizienz und zu einer besonderen Spielfreudigkeit, weil man damit eben sehr schnell zu Ergebnissen kommt. Und da ist dann auch Echtzeitfähigkeit gefragt. Das heißt, ich habe später riesige Sets, wie wir später noch sehen werden, einfach im Rechner, die sofort funktionieren müssen. Und das Ergebnis jetzt hier von diesem kleinen Experiment, das ist das sogenannte 7-Minute-Building, also ein Gebäude in 7 Minuten hier im Zeitraffer zu sehen. Das habe ich ungefähr 10-mal gemacht und das Endergebnis davon war dann diese Stadt von meinem Kurzfilm Delivery von 2005. Das ist noch nicht die Stadt, aber das sieht sie gleich. Grad her nicht mehr unbedingt State of the Art, aber damals, 2005, war das in einem Wochenende sozusagen diese Stadt zu bauen. Für mich so der Startschuss, weiter in diese Richtung zu forschen, könnte man fast sagen. Und jetzt könnte man denken, okay, der hat da seine eigenkultlerischen Techniken und seine 1, 2, 3, 4, 5 Rechner, aber so weit kommt man mit diesen experimentellen Techniken nicht. Das Experimentieren ging weiter. Ich habe das dieses Falten und Zerlegen von Originalbildern dann angewandt auf Archivmaterial, also historisches Material fürs ZDF, viele Dokumentationen gespielt, wie hier die Fluchten der Berliner Mauer Zeit. Und da ist es eben das gleiche Vorgehen, im Prinzip ein fertiges Bild, was man hat, auf Geometrie drauf zu projizieren und dann daraus ein 3D-Modell in mehreren Ebenen zu erstellen. Man sieht jetzt gleich mal, was dabei rauskommt. Man sieht, man muss dabei immer viel retuschieren, also Hintergrund freilegen, um mehrere Ebenen zu bekommen. Und was bei so einer Produktion dann gerne mal passiert ist zum Beispiel, man rendert zigtausend Frames und plötzlich ist die Festplatte voll. Was man dann macht, was man dann braucht, ist schnelle Hilfe, in Anführungsstrichen. Und da hatte ich eben so ein Erweckungserlebnis bei der Workstation. Also in Hollywood sozusagen habe ich HP zum ersten Mal als Workstation so gesehen und habe gedacht, aha, diese Dinger benutzen die, dann brauche ich das auch und habe mir danach HP zugelegt. Und das Erweckungserlebnis war, dass ich dann eine zusätzliche Festplatte brauchte und das Ding mal aufgemacht habe und dann festgestellt habe, ich kann die einfach rein und rausziehen wie eine Festplatte und also innen dieses aufgeräumte Design drin. Das war für mich eigentlich wichtiger noch, als wie die Workstation von außen aussieht. Naja, und meine Experimentiererei, die ging dann soweit bis hier zu solchen Mapping-Projektionen auf Gebäuden und hier gab es eben auch teilweise Situationen, wo man dann abends noch für den nächsten Tag so eine Live-Projektion korrigieren muss und irgendwas ist und man braucht eine zusätzliche Festplatte zum Beispiel und dann ist halt Service sehr wichtig und da muss ich sagen, bin ich echt dem Laden Picture Tools in Hamburg sehr dankbar, weil die schicken halt innerhalb von einer Stunde einen Kurier vorbei, so ungefähr, der den Rechner abholt und daran was schraubt. Also das sind für mich so Kriterien, die einfach dann ausschlaggebend sind. Und vorher habe ich mit
Gaming-Rechnern im Prinzip gearbeitet, weil ich nicht wusste, wie gut es ist, mal eine richtige Workstation zu benutzen. So, hier hat man nochmal einen kleinen Live-Eindruck, was ich da so digital auf die Gebäude zaubere. Ja, weiteres Beispiel für die Anwendung im Doku-Bereich ist dieses ziemlich neue Projekt Wettlauf zum Südpol mit Markus Lanz, haben vielleicht einige gesehen. Da waren die ganzen HD-Animationen dann von mir drin, wobei ich mir bei so einem Projekt dann auch zugegebenermaßen auch nochmal ein, zwei Leute Unterstützung hole für bestimmte Teile. Und auch hier ist das Ergebnis, und das freut dann eben die Redakteure, wenn es so ein griffiges Feeling hat. Das heißt, da ist nicht so viel Planung und Abstimmung drin, dass es zerplant wird, sage ich mal, sondern es ist sehr direkt. Also ich kann mehr oder weniger künstlerisch arbeiten, obwohl es komplexe Umgebungen und Modelle sind. Und das ist mir eben wichtig dabei. Ja, hier hat man in diesem Beispiel, das ist ein experimentelles Projekt, dazu hat mich niemand gezwungen. Das ist die Mainzer Rheinallee. Und was man hier ganz schön sehen kann, sind vor allem zum Beispiel diese Partikel. Diese Partikel, wenn man darauf achten, die kleinen Bröckchen, die darunter fallen und wenn die auf den Boden fallen und da auftreffen, dann zerteilen die sich auch nochmal. Das sind alles berechnete Prozesse. Wie das in meiner Arbeitsumgebung aussieht, kann man hier sehen. Also zuerst wird wieder durch quasi Camera Mapping, also dieses Zerfalten von Fotos oder Standbildern ein Modell erstellt und bewegt. Und wenn ich das dann in meinem Viewport von 3D Studio Max mit dem Live sozusagen angucke, dann sehe ich da auch diese ganzen Bröckchen, diese Klumpen, die da runterfallen. Und das ist eben was sehr Rechenintensives. Das heißt, hier hat man eine Simulation von, was weiß ich nicht, paar zigtausend Partikeln und die in Echtzeit so sehen zu können, ist ein typisches Beispiel für Performance. Also man braucht, um dann nicht ständig von der Technik aufgehalten zu werden, braucht man eben performancestarke Geräte. Hier sieht man es nochmal von der Seite. Also es ist meistens in meinen Arbeiten eben der Hintergrund real und dann überlagert von digitalen Elementen. Ein Musikvideo, ich lasse es erstmal laufen und dann erkläre ich ein bisschen was dazu. Wenn du die Erde nicht mehr spürst, geht sie unter, nur weil du sie nicht berührst. Bleibt sie stehen, wenn du dein Gleichgewicht vergisst. Bist du verloren, wenn du die Schwerkraft ignorierst. Sag mir, auf dir irgendwie was fehlt. Hast du das hier wirklich so gewählt? Hat dich
Man sieht hier wieder, was bei mir in 3D Studio Max, also in meiner Haus- und Hof-Software sozusagen, passiert. Hier wieder massive Partikelsimulationen, wie man sieht. Also da fliegen alle möglichen kleinen Stäubchen rum. Und gerade diese kleinen Dinge sind es, die rechenintensiv sind. Man sieht hier rechts diese ganzen orangenen Kästchen, auch links, das sind alles Partikelsysteme, einzelne sozusagen. Und dann links die rosanen Pfeile, das ist dann Wind und Gravitation etc. Und jedes dieser Objekte hat wieder hunderte von Parametern, wenn man so will. Und was man sich mal vorstellen muss, ist diese Platte hier unten, das, was hinter dem LKW ist. Das ist was ich rekonstruieren muss. Das heißt, wenn ich einen LKW hochfliegen lassen will und da stand ein echter LKW, dann muss ich den ja quasi erstmal wegzaubern. Und bei jedem dieser Objekte muss ich also quasi den Hintergrund ergänzen. Retuschearbeit, die man aber im ersten Moment gar nicht so wahrnimmt, wo man eigentlich gar nicht so dran denkt, dass manchmal mehr Aufwand als das Objekt, was hier rumfliegt, ist das zu rekonstruieren, was dahinter war. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch meistens, dass das irgendwie nicht ganz logisch ist. Hier bleibt das Objekt im Prinzip einfach stehen und fliegt trotzdem hoch gleichzeitig. Und diese Dinge, diese vielen Objekte hier sind im Prinzip handanimiert, also mehr oder weniger jedes einzelne angefasst. Und man muss sich das so vorstellen, dass ich dann für jede dieser, das sind 14 Effektszenen in dem Projekt, und für jede davon ungefähr 2 Wochen dann Tag und Nacht vorm Rechner saß. Mal ein bisschen mehr, mal weniger. Gleich sehen wir noch den aufwendigsten Shot, das war nämlich der mit dem Schiff und dem Wasser. Wasser ist sowieso, wenn Sie irgendwen in den Wahnsinn treiben wollen, im Computergrafikbereich, dann beauftragen Sie ihn mit Wasser oder Haaren. Das sind die Dinge, die besonders aufwendig sind. Ah, hier kommt's. Das ist so dreimal so aufwendig gewesen wie alle anderen Shots zusammen. Das kurze Stück. Ja, und damit beende ich diesen kleinen Blick hinter die Kulissen und lasse jetzt noch den Refrain, das letzte Stückchen laufen. Müsste ungefähr. Ja, so viel von mir, von der Anwenderseite. Vielen Dank an HP für die Einladung und ich hoffe, ich konnte etwas Inspiration versprühen.